So, moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Ja, irgendwie stimmt hier zeitmäßig überhaupt was nicht. Wir haben es jetzt hier erst 2.49 Uhr. Wenn ich um 10 Uhr angefangen habe, meistens zu streamen, war ich ja um die Zeit meistens fertig. Oder ja, ne, ein bisschen und dann wurde es schon hell. Wir haben es jetzt 10.30 Uhr und es ist immer noch dunkel oder wieder dunkel. Ich weiß nicht, also irgendwie stimmt hier zeitmäßig absolut nichts. So, ich würde mal die kurz ausrüsten, damit uns nicht mehr so kalt ist, wir dann eventuell die Unterkühlung wegkriegen. Wir könnten eigentlich auch mal hier, haben wir natürlich hier nicht, es ist blöd. Also, warte, ich muss kurz gucken. Ich wollte bauen einmal Lagerfeuer, also Stützpunkt bauen. Bauen wir das? Ich brauche eine, keine Ahnung wie viel. Oder wir nehmen einfach das hier. Müsste doch eigentlich auch reichen, oder? Platzieren. So. Dafür brauchen wir 4 Stöcke. Obwohl, warte mal. Ah, ich gucke jetzt erstmal. So, sorry. Dafür, das heißt, ich muss jetzt nein nicht aufnehmen. Wir müssen jetzt erstmal Stöcke suchen. Ach Quatsch, Steine suchen. So. Steine. 2 haben wir schon mal. So, da auch. Dann haben wir 4. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir denn? Wird das da angezeigt? 6, okay, dann machen wir hier Destroy. Hier haben wir schon mal. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komm, wir nehmen direkt auch den 7. mit. Dann machen wir uns jetzt erstmal hier drin Lagerfeuer. Das hier bitte einmal destroyen. Das Feuer da rein. Das passt natürlich nicht da rein. Natürlich nicht, weil wäre ja zu einfach, ne, wenn man da ein Lagerfeuer reinmacht. Haben wir denn irgendein anderes Feuer, was da vielleicht noch passen würde? Wir haben nur ja, das große noch, aber das große, nee. Dann machen wir den Feuerring hier. Ist jetzt auch egal. So, 6 davon. Jetzt brauchen wir 3 von den. Die kriegt man, wenn man die Büsche hier weghaut eigentlich. Hallo Büsche. Verteilen. Natürlich nehmen wir das gute Katana dafür. Alter. So, einmal, zweimal. Aber ich glaube, wir brauchten 3, ne? Wäre blöd, dann müssen wir nämlich noch einen Busch suchen. Okay, wir müssen noch einen Busch suchen. So, das ist aber kein Busch hier. Das nimmt er, glaube ich, wieder als. Übrigens, kurz das Katana weg. Dann suchen wir nochmal Steine hier. Ach, im Übrigen, ich kann doch auch das Nachtsichtgerät anmachen, fällt mir gerade ein. Wir haben doch eins. Gut, hier sind keine Steine, hier ist auch kein Busch mehr. Dann gehen wir jetzt mal nach draußen gucken. Da. Erstmal Steine. Ja, ich finde den Aufnehmen. Welche sind denn das? Ach, guck mal, echte Pfifferlinge. Und die haben wir direkt vor der Nase stehen. Das ist auch geil. Die habe ich noch nie gesehen hier. Aber gut. Echt jetzt? Ist mir jetzt egal, wir zerteilen hier. Nur wenn es das Katana ist. Mann, das Ding. So, so. Katana wieder weg. Ach, geht nicht, weil er die Steine da wahrscheinlich reingeschmissen hat. Das war jetzt, naja, Quatsch, die Holzstämme. So, dann haben wir das. Feuerring ist da. Es läuft wieder. Ach man, das Ding bitte hier rein. Das da rein. Das wegpacken. So, ich brauche einen Feuerbohrer. Der ist jetzt wahrscheinlich wieder bei Gegenständen. Da.
So. Dann haben wir den jetzt auch. Ups, falsche Taste. Dann gucken wir kurz hier rein. Feuer anzünden. Sehr schön. Da packen wir dann auch jetzt standhalten, Essen kochen, mit untersuchen. Nee. Ich kann hier zumindest Essen kochen. Das ist schon mal sehr gut. Essen kochen will ich aber gar nicht. Standhalten. Nee. Ah, da. Den Holzscheit kann man auch da reinschmeißen. So, ja, früher konnte man das halt hier auch nehmen. So, unter... Mit Hitzegefühl. Na gut, unterkühlt sind wir dann jetzt schon mal nicht mehr, weil wir haben Hitzegefühl. Ach so. Genau. Hm. Die würde ich jetzt tatsächlich auch mal hier reinschmeißen. Das Ding bleibt jetzt erstmal hier. Jetzt mal halt, warte. So. Einmal Türe schließen, bitte. Waffen? Nein, hier sind wir falsch. Ich glaube, hier hatten wir die Munition und die Magazine, ne? I hope so. Da unten hatten wir die Pfeile. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken. Das ist, glaube ich, die... Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier definitiv falsch. Hatten wir das doch bei Waffen? Gut, wir haben es doch bei Waffen anscheinend. So, also dann einmal das. Das und das. Ja, es wohl wäre natürlich schon sehr nice, ne, mitzunehmen. Hier unten haben wir Reparatursets für die Waffen. Warum ist mir schon wieder kalt? So, sehr nice. Haben wir eine Schrotze? Nein, haben wir noch nicht. Also können wir die Schrotze hier reinpacken. So. Und darunter packen wir dann jetzt, oder daneben packen wir die Munition. Ohne, hier können wir es darunter packen, weil hier gibt es keine Magazine, also können wir die schön darunter packen. Das ist auch darüber. Das Katana hoch. Die Pilze können wir ins Essengedöns packen, in die Essenskiste. Oder eigentlich ja in den Kühlschrank, aber der ist, glaube ich, voll. Oder obwohl, hier ist anscheinend jetzt ein bisschen was weggeschimmelt, gefault, ich weiß noch nicht. So, das dahin, das da hoch. Das dahin, warte, das dahin, das dahin, das dahin. Dann das 15er hier hin. Da muss ich auch nochmal gucken. Nächstes Set. So, lass mich gucken. Das 15er dahin, das 15er dahin. Dann haben wir da noch ein 15er und dann noch ein 15er. Also, nächstes Set haben wir jetzt eigentlich mehr als genug, wenn ich ehrlich bin. So, 15. 15, 15. So, dann das eigentlich in die Hose, würde ich sagen. Hose. Hose. Gucken, wie der das jetzt gepackt hat. Ja, 6, 8, 11. Wäre schön. So, dann hier rüber. Dann einmal das dahin. Ich habe übrigens noch Schrotzenmunition. Die kann in den Rucksack. Hier haben wir, ach nee, das sind die Nissets, die ich noch brauche. So. Sehr gut. Dann haben wir draußen übrigens jetzt wieder Zombies, die da rumlaufen. Weiß noch nicht, wo die gerade herkommen, aber okay. Das und das. So, dann das da rein. Schrotze. Das, die nehmen wir nämlich auf jeden Fall mit. Wenn wir mal in einen neuen Bunker gehen, da sehe ich gerade übrigens nochmal ein Nähset-Zeug. Da. Und noch ein Ei. So. Gucken.
Nein, falsch. Hier sind wir falsch. Wir müssen hier hin. Nee, haben wir eigentlich schon richtig, aber okay. 9 mm, dann packen wir das da mal kurz darüber. Dann das dahin, zusammenführen, dahin. Ist hoch, das kommt runter, das dahin. Die Getränkedinger nehmen wir mit. So. Das Zeug nehmen wir mit, das halten wir mal. Das brauchen wir auch zum Knacken. Übrigens sehe ich gerade, können wir hier Platz machen. So. Antibiotika, Antibiotika. Achso, ja, okay, wir haben da nur noch einen Einer. Dann das Achter. Sehr schön. Dann das dahin, das darüber, das dahin, das da. Das Ding kann übrigens in Verkauf. Auch immer das Vieh ist. So. Würde ich jetzt gerade mal sagen. Loot, Loot war leer. Da schmeißen wir dann jetzt mal kurz den Rucksack rein. So. Dann holen wir hier oben den mit den Rucksäcken raus. Muss jetzt gerade mal gucken. Das ist ein leerer, das ist sehr schön. Ja, dann machen wir heute mal eine Sortierfolge wieder. Wobei ich sagen muss, die Viecher sind gerade wieder nervig. Also. Gut, das brauchen wir dann am besten auch mal raus. Das brauchen wir dann nämlich vielleicht doch nicht mehr. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Wir nehmen jetzt erstmal alle Lebensmittel mit hier. Das Ding da hoch. So. Das dann, ups, vielleicht da rein. Das dahin, das dahin. Lebensmittel, genau. Oh Gott, wir haben ganz viele Lebensmittel hier drin, sehe ich gerade. Die müssen wir mal alle irgendwie ja verbrauchen. Ist auch so eine Sache, ne? Wenn wir die benutzen. Gammelt irgendwann das Essen. Kaffee, ganz wichtig. Das Zeug, das Zeug, das Zeug. Das auch nochmal. Das, das. Die MAEs würde ich vermutlich wirklich jetzt mal mitnehmen auf Tour. Einmal rote Beete. Nochmal Sahne. Ich habe bestimmt wieder 3, 4, 11 ganz viele Lebensmittel da oben übersehen. Wird schon wieder so eine dolle Drohne hier an. Gut, wir haben dann noch ein bisschen was dann rein. So, was haben wir hier drin? Hier hätten wir Paprika und Paprika, Zwiebel, passt da schon nicht mehr. Weißt du was? Dann zerlegen wir die Zwiebel. Wo ist sie? Hab ich den da? Dann machen wir da Samen draus. Apfel und sowas. Rote Beete, Karotten. Da ist die Karotte. Rote Beete habe ich gerade gar nicht, so wie es aussieht. Okay, dann packen wir die mal hier oben mit rein. Pilze mache ich auch mal hier mit rein. Oh Mann, wo ist der blöde Pilz jetzt hin? Da. Pilze damit hin. Ja, ich sage ja, und vor allen Dingen... Ja, wir haben jetzt ein bisschen was gekocht, ne? Die Lebensmittel halten sich ja nun mal auch ewig im Game zurzeit. Weil irgendwie entweder verfaulen sie zu schnell oder sind halt zu lange haltbar. Irgendwie ist es ganz merkwürdig oder man nutzt die zu wenig. Ich
Also da weiß ich wirklich gerade noch nicht so. So, die Pilze hier rein. Mhm. Die Eier, ich weiß nicht mehr, wohin mit der Eier. Eigentlich würde ich ja sagen, in den Kühlschrank. Aber genauso wie Sahne und oh Gott. Ganz ehrlich, die Pilze packen wir mal raus. Die packen wir gleich mit drüben rein. Das ist oh. So, da haben wir Käse, Käse, Käse und Käse. Hier haben wir nochmal eine Sahne. Die Eier. Da. Dann würde ich tatsächlich, warte mal, das Zeug hier weg, das runter, ups, runter. Das hier hin, das dahin, so. Mal kurz ein bisschen umräumen. Wenn wir das in die Hände nehmen, kriegen wir doch das dahin, oder? Ja. Dann packen wir das Hühnchen hier noch rein. Brauchen wir sonst noch was hier im Kühlschrank? Da ist noch eine Sahne. Die können wir eigentlich hier unten reinschmeißen. So, der Rest muss halt jetzt irgendwie in die Kisten verteilt werden. Das ist, ja. Was verfault ist weg. Dann ist das so. Anders geht's gerade nicht. Das da rein, das da hin. So. 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 Ach Mist, wir haben da noch mehr Eier. Fällt mir gerade auf. Och Mann. Ich weiß nicht mehr, wohin mit den ganzen Eiern. So, dann das da hin. Ich muss tatsächlich sagen, ne, irgendwie habe ich so das Gefühl, wir haben mittlerweile schon viel zu viel von allem. Das sind die... Da hätten wir Kaffee, dann können wir den mit da reinhauen wieder. Kaffee, da ist übrigens auch schon wieder ein Pilz. Oh Gott, ey. Ich habe so viele Pilze schon hier irgendwie, das ist... Wahnsinn. Das darüber, das darüber. Das ist Mayonnaise, das ist Mayo. Ich würde tatsächlich sagen, also Brot hauen wir jetzt auch mal erst hier unten mit rein. Dann hauen wir den Kaffee wieder da hoch. Tee und sowas nehme ich ja schon gar nicht mehr mit. Rindereintopf. Der Rindereintopf. Ja, super. Das ist, ja. Ein bisschen unübersichtlich jetzt alles. Oh Gott. So, pass auf, wir nehmen das Toastgebäck hier hin. Das Toastgebäck nehmen wir da hin. Dann nehmen wir da die Cracker hin. Dann nehmen wir hier die Guaven hin. Das Zeug hier hin. Den Natron da hin. Die Erbsen dahin, die gebackenen Bohnen dahin. Daraus machen wir. Den halten wir einfach mal hier drin. Achso, hier ist übrigens noch was zum Mitschleifen, rüberschmeißen. Das packen wir da hoch, das packen wir da hoch. Hatten wir jetzt hier die Nudeln drin oder nur den Reis? Sieht nicht so aus. So. Dann hier, hier sind die Nudeln. Okay. Nudeln. Hier ist der andere Thunfisch, hier ist auch Reis drin, hier haben wir noch Fleisch drin. Hier ist auch so vieles Verschiedenes drin, das ist doch blöd. Och man, so, dann komm, jetzt hauen wir das da rein, den Walnusszeug hauen wir hier rein, falls wir mal irgendwann einen Kuchen herkriegen. Kriegen wir hier noch was rein, 76, oh Gott. Es geht nicht gut, ich sehe es kommen. 41, das passt nicht. Ach so, passt es nicht. Es passt, egal wie ich es drehe und wende, nicht. Schweinesteak. Pass auf, wir machen das anders. Wir hauen das Ding dahin, das da, das da. Das dann da rüber. Dann hauen wir das Ei noch da rein. Und dann hauen wir das Schweinesteak hier mit rein, ne? Das ist, die sind auch bei 94%. Also sind jetzt auch nicht wirklich viel schneller vergammelt wie das andere. So, und dann haben wir dann Samen. Also mach doch die Tür zu, so. Samen gehören hier rein. Ups, das ist
Zwiebeln. Ich hau das jetzt einfach damit rein. So. Dann gehen wir nochmal kurz hier durchsuchen. Entfernen. Durchsuchen. Entfernen. Durchsuchen. Ah, da kann man direkt nochmal Samen sammeln. Wir müssen ja hier gucken, dass wir ein bisschen... So. Durchsuchen. Oh Gott. Okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Sehr schön, dann... Und zu entfernen. Durchsuchen. Entfernen. Okay, in den meisten Sachen ist nichts mehr drin. Das ist schade. Aber dann ist das so. Und wie gesagt, nein. Keine Flüssigkeit. Warum? Hä? Durchsuchen. Brokkoli reif. Warum ist der Brokkoli reif? Durchsuchen. Ich weiß nicht, warum der Brokkoli angeblich reif ist. Und alles andere hier vergammelt ist. Ja, ich weiß es echt nicht. Es sieht schon ulkig aus. Durchsuchen. Knoblauch sammeln. Samen sammeln. Entfernen. Also warum der Brokkoli jetzt als einziges hier noch überlebt hat, das weiß ich nicht. Das weiß ich gerade tatsächlich nicht. So, Samen sammeln. Hervorragend, dann entfernen. Da haben wir auch noch was. Ja, das ist die Cantaloupe-Melone. Die haben wir auch nicht mehr gesammelt. Ja, wir sind ja leider, stimmt, mit dem Flugzeug ein wenig gecrashed. So, deshalb konnten wir ja nichts mehr ernten. So, durchsuchen. Dann machen wir hier die Samen mal fertig, wa? So. Ist denn da in Dingsen? Durchsuchen. Samen sammeln. Ich weiß aber definitiv. Also es ist eine Faszination, warum der Brokkoli immer noch überlebt hat. Und wir können es Nachtsichtgedönse ausmachen. Also, weil es wird gerade hell. So, dann. Schauen wir uns das mal an. Also hier. Bibel. Zwiebel, Zwiebel. Dann kam hier Knoblauch. Und darüber die Cantaloupe-Melone. Tjo. Den Brokkoli müssen wir gleich drin irgendwie reinschmeißen. Ich weiß auch noch nicht. Also, Brokkoli läuft immer. So. Warum ist dem angeblich kalt? Ich verstehe es nicht. Der hat Jacke an. Wir waren die ganze Zeit im Feuer. Da schrie er noch rum, ihm ist zu warm. Da haben wir übrigens noch eine Sahne. Da haben wir übrigens noch einen Fisch. Sehe ich gerade so. Mal kurz alles hochschmeißen hier. So, dann nehmen wir das mit. Farben, aber am besten so. Ich weiß nicht, aber ich gehe gerade mal davon aus, dass ich so wirklich am besten jetzt sehe, was Lebensmittel sind. Aber wir haben ja eben doch schon ein bisschen Lebensmittel gesehen. Das sind auf jeden Fall Magazine. So.
Das Ding, warte. Das muss doch auch wahrscheinlich, ne? Ne, damit nicht, okay. Dann brauchen wir dafür wahrscheinlich das Elektriker-Tool. Gedöns. So, wenn ich jetzt damit nochmal Lebensmittel übersehe, ja, das kann auch mal mit rüber. Aber ich glaube, wir hatten eben oben auch schon eine Milch da gelassen. Aber egal jetzt so. Das dann jetzt erstmal hier alles hochschmeißen. Das wären Samen, Munition. Hier sind übrigens noch Lebensmittel. Das da rein, das da rein. Ich glaube, ich mache vielleicht bei Gelegenheit nochmal eine Kiste, wo ich einfach alles reinschmeiße, so an Lebensmitteln, wo ich nicht mehr weiß, wohin damit. Also es ist langsam echt. Auch fürs Kochen wird es langsam wieder unübersichtlich für mich, finde ich. Ja, der Nachteil ist natürlich, ich hätte natürlich gerne in der Hütte Schränke und sowas, aber das funktioniert ja hier im Game leider noch nicht. Wir haben übrigens einmal Tabak. Wir könnten mal Tabak anpflanzen. Wir pflanzen Tabak an. Warte, wir pflanzen Tabak an, weil wir haben noch ein bisschen Medizin, aber kein Tabak mehr. Deshalb müssen wir jetzt Tabak anpflanzen. So, Samen einpflanzen. Wir pflanzen dreimal Tabak an. Dann haben wir nämlich auch noch Dünger da. Den hauen wir auch direkt drauf. In der Hoffnung, dass das dann alles ein bisschen besser funktioniert. So. So, ja, aber anscheinend hat es übrigens einigen nicht gefallen, dass ich ewig nur, weiß ich nicht, durch die Gegend laufe, sortiere oder sonstiges. Sind ja wieder Leute gegangen. Okay. Ich tue mein Bestes, um euch zu unterhalten. Ich hoffe, das ja, bleibt trotzdem so. Und ich hoffe halt, dass es trotzdem weiterhin gefällt. Auch wenn ich jetzt mal so Sachen unternehme, was einigen vielleicht nicht gefällt, wie zum Beispiel jetzt hier wirklich mal Gartenarbeit oder Schrank sortieren, aber es gehört nun mal dazu und ja, es gehört auch ins Game. Gut, da bin ich vielleicht nicht so unterhaltsam, es sei denn, man lacht sich drüber kaputt, wie ich meine Schränke sortiere. Ich meine, wenn ich mir das manchmal so angucke, lache ich mich selber drüber kaputt, wie ich meine Schränke sortiere. Es ist total grausam eigentlich. Also so ein wirkliches System habe ich nicht irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich mache da irgendwie. Ich meine, ich beneide jeden von euch, der wirklich auch im Hausbau da riesen Hütten hinbaut, die auch richtig geil aussehen. Und auch alles so super geil sortiert kriegen. Also ich meine, ich kann dann echt nur Tina, Pina, Nadine oder sonstiges, die damals bei mir alle mit im Squad waren. Ich weiß nicht, wie die es immer geschafft haben, die Schränke so geil aufzuräumen und das so in Ordnung zu halten. Das ist, weiß ich nicht, das wäre nichts für mich. Also ihr seht es ja, für mich muss eine Hütte stehen, muss Platz für ein paar Schränke haben, ich muss irgendwo was reinschmeißen können. Und ja, leider ist es dann meistens auch nicht so hundertprozentig, wie es soll, sag ich. Aber dafür braucht man Elektrikerwerkzeug. Was? Okay. Dafür braucht man viel Elektrikerwerkzeug. So. Okay. Und ja, wenn ich das Zeug dann drin habe, dann reicht mir das eigentlich, ne? Und dann irgendwann, wenn es zu viel wird, wie jetzt zum Beispiel auch bei den Lebensmitteln, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich überfordert und weiß irgendwann nicht mehr, wohin mit dem Zeug. So. Pass auf, wir packen das da rein, dann hauen wir das da, ups, da drauf. So. Im Übrigen, ach, sag mal, warum friert mein Charakter so schon wieder? Das ist doch. Ich würde den jetzt tatsächlich auch mal hier lassen wollen. Dafür nehmen wir dann jetzt, würde ich jetzt mal so behaupten, ich würde jetzt einfach mal wirklich die AS Wall mitnehmen wollen. So. Obwohl, nee, die nehmen wir. Das heißt, wir nehmen die MP5 kurz mit. Die ist gut. Die hauen wir dann. Warte, das machen wir jetzt anders. Das Ding hauen wir darüber. Mann, Alter. Mach doch mal das Ding da weg. Das haben wir nämlich nicht mehr. So, das haben wir auf V1.
Dann geht die Pistole auf 3, die auf die 4. Dafür brauchen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Munition. So, ist das Ding überhaupt im guten Zustand? Natürlich nicht. Warte, dann das müssen wir ändern. So, Reparatur. Die machen wir natürlich jetzt erstmal super gut hier. So. Ah, okay. Hier. 4, 2? Warum auf die 2? So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit und das. Dann hauen wir die dann noch hoch. So. Dann gucken wir jetzt hier drüben in Zubehör. Oh Gott, wie war das? Irgendwas da. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Können wir auch schon mal füllen. Ah, jetzt weiß ich genau, was ich wollte. Das MP5 Rail-Ding da, das haben wir aber. Doll. Ja. Jo, heute noch. Irgendwie. Alter. Sehr schön. So, die 4. Dann das Ding bitte laden. Oh Gott, wie war denn das? So, Einzelfeuer. Genau. Dann machen wir das doch einfach auf die 2. So, das wieder weg. Hatten wir, glaube ich, hier aber auch eben irgendwo, ne? Achso, wir haben die Lebensmittel noch nicht weg. Ja, ihr seht's, ich bin so ein bisschen verpeilt. Ich bin schon wieder bei ganz anderen Sachen. Da ist übrigens das Rail. So, wo ist die Waffe? Achso, da. Der ist da drauf. Wunderbar, das passt, glaube ich. Erstmal da raus, dann passt das, glaube ich, auch drauf, ne? Mal gucken. Ja, die ist eigentlich ganz gut. 2, so. Ich bin schon wieder Munitionsgedönse am Suchen und das ist doch wieder. Es könnte übrigens gleich auch mal zur S-Wall rüber. Ich weiß, wir hatten noch irgendwo MP5 Magazine da unten. Ja, zumindest noch eins. Es sollte aber auch erstmal reichen. Dann haben wir eine HS9 mit, ich glaube, einem Magazin. Aber MP5 mit 2 Magazinen, das sollte eigentlich so für den rübsten Kampf, denke ich mal, reichen. Kann ich das Zeug noch nicht mal rausnehmen. Es läuft. Es läuft, wenn man sagt, boah, boah. Genau, wenn es auch rückwärts läuft, aber es läuft. So, das nehmen wir mit. Die 9mm nehmen wir mit. Das können wir mal rüberpacken. Warte, das können wir da jetzt gleich reinpacken. Aber ich werde es jetzt nicht rüberziehen, weil dann kriege ich nämlich wieder nichts rausgenommen. Was wollte ich denn jetzt? Achso, das nochmal alles wohl, genau. Da ist übrigens doch noch ein MP5-Magazin, aber ich glaube, das lassen wir mal. Da 2 sollten doch, glaube ich, reichen. So fürs Erste. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal das da rein. Und ja, also es wird, wie ihr seht, morgen wahrscheinlich dann auch noch eine Folge mit sortieren werden. Also. Aber ja, ich finde es zumindest toll, dass einige von euch das feiern, dass ich auch sortiere und sowas. Und ja, das auch toll finden. Und also ich sage, ich sortiere jetzt tatsächlich nicht so gerne, weil, wie ihr seht, bei mir ist halt immer ein Heiden durcheinander. Ich müsste wahrscheinlich eigentlich noch mehr Kisten basteln, wo ich denn das ganze Zeug einfach so untergebracht kriege oder so. Aber
Das ist halt auch immer so eine Bastelei und... So, dann hauen wir jetzt einfach hier das Ding mit rein. Das mit rein. Die hauen wir da mit rein. Ne, da ist nix. Ah, da unten hat man die Milch, genau. Aber ich sehe es halt auch so wie andere. Es gehört nun mal zum Spiel dazu und es ist auch ab und zu mal leider ein Muss. Aber um unser Zeug halbwegs vernünftig einzulagern, damit wir auch neues Zeug suchen können und was weiß ich nicht, muss man das halt ab und an auch mal machen. Auch wenn es nicht so spektakulär ist und nervig eigentlich. Also, ja, es ist noch nicht mal nervig, aber es ist halt zeitraubend, ne, manchmal. So, das Ding noch damit hin. Da muss ich nochmal gucken. Da eigentlich eine Sahne. Sahne passt schon nicht mehr rein. Obwohl ich könnte es so machen, dann das so. Wobei ich jetzt eigentlich auch sagen muss, hatte ich nicht eigentlich mal irgendwo Zeug, wo ich auch vorbereitet hatte? Also vorbereitetes Essen drin hatte? Weil irgendwie sieht das so aus, als wenn das alles weg wäre. Ansonsten müssen wir uns vielleicht die Tage doch tatsächlich nochmal einen Kühlschrank besorgen. Oder zwei, drei. Ich habe den Brokkoli noch dabei und den Knoblauch. Und da müssten wir halt mal gucken, dass wir irgendwie. So. Dann ein paar ganz viele Gerichte kochen und die dann alle in den Kühlschrank schmeißen. Weil dann dürfte das Zeug auch nicht so schnell verrotten. Aber wie ihr seht, mit einem Kühlschrank kommt man definitiv nicht aus. Also ich nicht. Und damals mit dem Squad sind wir auch nicht so ausgekommen. Das war schon heftig. Also ich glaube, wir hatten immer so drei, vier Kühlschränke, wenn nicht sogar mehr. So, dann reparieren wir das Zeug jetzt nochmal schnell durch. Gucken wir mal kurz, wie der das überhaupt nutzt. Also ich verstehe es nicht. Ne? Das ist an erster Stelle, aber der nutzt trotzdem das Zeug von der zweiten Stelle. Warum? Das werde ich wahrscheinlich nie verstehen. Und vor allen Dingen, auch wenn ich das Ding jetzt angeklickt hätte, hätte er wahrscheinlich die andere Sache da genutzt und das wäre genauso blöd gewesen. Also. So, wir könnten jetzt natürlich erstmal die ganzen Schießpulverteile suchen. Dafür sollten wir uns vielleicht bei Gelegenheit sogar mal 9. Eine neue Kiste bauen. Keinen Schrank, eine Kiste. Weil wir brauchen ja dafür doch schon einiges an Klamotten. Wir brauchen Schrott, wir brauchen Schießpulver, wir brauchen die Bleiplatten. Das ist übrigens schon wieder eine Bleiplatte. Um Munition herzustellen. Und natürlich, wenn wir die bessere herstellen wollen, müssen wir sogar noch Uran holen. War das Uran? Ne, Plutonium. Plutonium, glaube ich, was. Ich glaube, wir machen das mal. So, warte. Machen Sie mal zu hier. So, B. Quatsch da auf. Das. Stützpunktbau. Die Kiste. So. So. Wir brauchen, auf jeden Fall haben wir das schon mal. Eine Werkzeugkiste. 8 Schrott. 5 Nägel, Werkzeuge, guck mal da. Da. So. Werkzeugkiste wieder rein. Haben wir jetzt schon. Jetzt brauchen wir 5 Nägel, 8 Schrott. Okay. Halt. 5 Nägel. Haben wir hier Nägel? 5 Stück. Schrott. Ne, haben wir irgendwie alles nicht. 5 Nägel, 8 Schrott. Mein Gott. So, lass mich gucken. Wir hatten doch hier irgendwo einen Rucksack. Ne, der ist es nicht. War der Meinung, wir hätten irgendwo einen Rucksack, wo Schrott drin war. Der ist es auch nicht. Das ist, glaube ich, unser letzter getragener Rucksack oder so. Okay, irgendwie.
Sehr merkwürdig. Okay, hier haben wir noch zwei Rucksäcke und das Zeug drin. Das müssen wir auf jeden Fall. Warte. Das raus, so. Dann haben wir den. Warum packe ich die eigentlich da so alle rein? Das ist doch Blödsinn. So, warte, das Ding dahin. Ich packe das jetzt erstmal dahin. Ich weiß auch nicht, warum ich die zwei da habe, aber okay. Wo waren wir denn da, ne? War das das Ding hier? Inventar öffnen, ja. Dann packen wir das jetzt wieder zurück. Es ist lustig, was hier irgendwie alles bei mir noch in den Rucksäcken rumschwirrt. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Rucksäcke mehr und Waffen finden wir hier auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr nice. Hat man anscheinend auch noch nicht weggeräumt. Können wir das jetzt dahin packen? So, dann lass uns doch den einen direkt mal dahin schmeißen. Den anderen. Nein. Ah, den darüber packen. So. Den ausrüsten. Den dann fallen lassen. Inventar. Aha. So. Den Inventar öffnen. Ich wusste gar nicht, dass ich noch einen Rucksack mit Waffen habe. Das ist auch geil. Inventar öffnen. So. Hier ist Schrott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nehmen wir aber einfach mal alle mit raus, weil dann ist der Rucksack hier leer. So. Da ist noch mehr Schrott. Okay. 1, 2, 3, 4. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, müsste reichen. So. Dann ist in dem ersten Rucksack jetzt Schrott. Die restlichen sind leer, außer dem, den ich noch in der Hand habe. Was auch ganz ulkig ist. So, dann müssen wir den hier nochmal kurz bauen. So. Und wir brauchen gleich fünf Nägel. Aber erstmal müssen wir jetzt die Waffen hier ausrüsten. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich hätte gern MK18 da rein. Da rein, dann machen wir da drunter. Gut. Hatten wir M16 schon? Na, M16 haben wir schon. Passt die noch dahinter? Ich glaube nicht, ne? Ne, passt nicht. Gut, dann nehmen wir die auf jeden Fall trotzdem mal mit. Die packen wir erstmal hier unten hin. Ein M1. Haben wir ein M1? Haben wir noch nicht. Sehr schön. Dann holen wir uns die M1 direkt hier runter, so. Das hier passt auf jeden Fall hinter die AS-Wall, die wir schon haben. So, da warte das runter, das runter. Das dahin, die nächste AS-Wall und sowas wird verkauft. M1 Laderahmen haben wir auf jeden Fall schon mal. Die können wir nämlich halt. Ah, das ist für ein K98, okay. Die M1 Laderahmen haue ich direkt auch da drunter. Dann müssen wir die nämlich nur noch laden. Wenn wir das Gewehr brauchen und so. So. Das Ding würde ich sagen, können wir auch mal kurz darüber packen. Dann rüsten wir das Ding wieder aus. Nehmen das hier in die Hände. Weil das kann jetzt gleich direkt wieder ins Auto zurück. So, warte, wir hatten doch hier irgendwo. Gemischtes, nein. Ja, ne, Nägelbolzen, genau. Wir brauchen das Zeug. Hopp, fertig. Gemischt, nein. Da, Nägelbolzen, das wieder rüber. Dann würde ich sagen, machen wir nämlich hier das Zeug mal hinein. So. Lass mich gucken. Eins, zwei, eins, zwei. Ja, und der Rest dann mit Schrott vielleicht. Müsste man gucken. Und dann kriegt man vielleicht, wenn man Glück hat, ganz, ganz viel Munition. Auf jeden Fall sammeln wir jetzt, wie gesagt, weiter ganz viel Schießpulver und das ganze Zeug und dann gucken wir mal, dass wir das Zeug gebacken kriegen hier. So.
Den auf jeden Fall wieder hier rein. Dann packen wir das da oben wieder rein. Okay. Steig wieder aus. Schließen Sie die Türe. Und so. Das hauen wir einfach hier rein. Dann würde ich tatsächlich sogar sagen, wir hauen die Munition und das ganze Gedöns mal hier rein. So, das, das und das. ASSF-Magazin, okay. Das hier runter. Dann das noch dahin. Das dahin und die Kalium-Jodid-Pillen. Auch hier oben mit rein, wunderbar. Gut, achso, den Speer sollte eigentlich auch verkauft werden. Den können wir eigentlich direkt in den Verkauf gleich packen. Die Pfeile würde ich tatsächlich erstmal hier reinschmeißen. Weil wir haben ja auch einen Bogen dabei. So, dann. Ja, also ich sage, es sieht schon geil aus irgendwie mit dem Speer. Aber irgendwie, es funktioniert. Also bei mir funktioniert er nicht. Ich habe da irgendwie kein Händchen für. So. Moment. Warum habe ich im Verkauf... Da stimmte was nicht. Das sollte auch nicht in Verkauf. Das sollte eigentlich auch noch sortieren. Sag mal, was mache ich denn hier? Irgendwie... ein bisschen was verrutscht. Der Rest müsste aber eigentlich stimmen, ja. Gut, wir sind immer noch nicht fertig mit Sortieren und Machen und Tun, aber das ist ja nicht so schlimm, dann müssen wir leider morgen weitermachen. Ja, ihr seht, wir sind jetzt schon bei 47 Minuten, das ist schon eh viel zu spät, das ist schon 20 nach 11 bei mir jetzt. Ich hoffe, das ist bis nachher alles vernünftig umgewandelt und hochgeladen und überhaupt und ihr könnt dann endlich in Full HD gucken. Deshalb werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne noch ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Mittwochnachmittag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal ciao. Der Falli.